Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 12. Juni und ich möchte jetzt mal zeigen, was ich aus unserer Riesenpapaya mache, die ich leider nicht selbst geerntet habe, sonst hätte ich es gerne gefilmt. Die lag plötzlich auf dem Küchentisch. Die war halt dann schon praktisch in die Hand gefallen und jetzt ist es halt so, dass ich die Ernte nicht mehr zeigen kann, aber ich zeige mal, wo sie hing. Und ich habe bestimmt auch noch ein Foto, wo sie zumindest so leicht orangt, da noch hängt. Jetzt ist sie auf jeden Fall reif und ich zeige das mal, wo ich sie her habe. Das ist die Papaya, die hier drin steht, also in dem Hühnergehege. Da hängen wirklich viele dran. Die riesengroße hing hier. Das war an dem Baum auch die erste. Wir hatten schon mal eine von einer männlichen, die war nicht so gut. Da machen wir den Baum vielleicht auch raus. Das hier ist eine weibliche. Und die hat nur die richtig guten Papayas. Hier wird schon die nächste wieder orange. Aber die ist jetzt nicht so groß. Die kriegen hier immer so Mehltau. Das ist normal, leider. Alle haben das hier. Aber die gedeiht trotzdem sehr gut. Wir geben uns auch alle Mühe. Ja, hier sind noch die Glockenwinden Milky Way, die sich hier verselbstständigt haben. Den Samen habe ich aus Deutschland mitgebracht. Und ja, landet im Kompost, wenn man sie irgendwo rausmacht. Und jetzt kommen sie überall, wo Komposterde hinkommt. So, und da habe ich heute Morgen schon einen Teil in mein Misti gemacht. So, das ist das gute Stück hier. Ein Monster. Vergleich. Und die will ich jetzt mal anschneiden, jetzt fürs Frühstück. Sieht sehr gut aus. Es gibt einen Teil davon im Frühstück und dann heute Nachmittag noch mal im Smoothie. Und jetzt mache ich einen leckeren Smoothie da draus. Jetzt habe ich doch mal geguckt, was der Ingwer hier im Topf macht, den ich mal hier reingesetzt habe. Der muss ein bisschen im Schatten stehen. Den habe ich hier oben habe ich auch noch Anzuchten, die im Schatten stehen. Hier, die dürfen schon mehr Sonne haben. Deswegen stehen sie hier unterm. Und hier kommen genauso die Bienen an die Töpfchen wie in Deutschland auch. Und saugen hier Wasser. Ja, hier habe ich mal ein Stückchen abgeschnitten, denn ich möchte hier gerne Ingwer dran haben, noch an den Smoothie. Etwas so, ich werde jetzt hier nehmen, fast so viel wie möglich jetzt von dieser Papaya. Ich möchte nur morgen zum Frühstück noch was davon übrig haben. Ich möchte ja hier alles so frisch wie möglich verwenden. Ich lasse noch was vom Frühstück übrig. Der Rest kommt heute nochmal ins Smoothie rein. Ich nehme Sojamilch dazu. Ich werde Chia darin aufquellen und hinzu kommen dann noch etwas Ingwer und Kurkuma. Also ich möchte vorweg sagen, ich mache das hauptsächlich wegen der Farbe jetzt hier rein. Ungesund ist es mit Sicherheit nicht, eher gesund, aber natürlich, was so vielen zugeschrieben wird, Kurkuma so gegen Alzheimer, Krebs, Diabetes und was es sonst noch alles gibt, das ist nicht wissenschaftlich erwiesen. Also damit wird viel geworben. Ich habe da meine Zweifel. Aber es schmeckt gut, finde ich. Und man kann schön färben damit. Und hier habe ich noch ein Stück echtes Ingwer, was ich jetzt hier in den Smoothie reinmache. Dann werde ich ihn probieren. Und dann schaue ich nochmal, ob ich noch was Süßes reinmache, wie der schmeckt. Aber ich glaube nicht, dass das nötig ist. Ich denke mir, mit diesen Zutaten wird der Smoothie sehr gut schmecken. Immer lieber etwas weniger. Nachgießen kann man immer. Ich mache jetzt erstmal weniger Flüssigkeit rein. Selbst geerntetes Chia,
Das habe ich mehrfach schon gezeigt. Ich mache jetzt so ein Händchen voll hier rein. Für Chia gibt es auch Empfehlungen, nicht mehr als 15 Gramm am Tag. Was aber, glaube ich, eher daran liegt, dass da noch nicht alles erforscht ist, als dass man wirklich wüsste, dass mehr ungesund ist. Ich mache das jetzt rein, weil es gut quillt und hier auch ungesättigte Fettsäuren drin sind, das Ganze auch gesund ist. Aber ich halte nichts von diesen übertriebenen Superfood-Geschichten. Ich hatte das auch schon mal gesagt, ich halte Leinsamen für ähnlich oder genauso wertvoll. Aber das quillt nicht so gut, das muss man vorher mahlen. Und den nussigen Geschmack, den will ich auch heute gar nicht so haben. Daraus sind so wieder die Kerne. Ich lasse den gar nicht lange vorher quellen, den Kurkuma-Samen. Ich werde den auch mit zerkleinern. Der quillt dann im Kühlschrank noch genug, wenn ich das noch mal kalt stelle. Es war jetzt sehr gut, noch ein bisschen Zitronensaft und etwas Stevia dran zu machen. Weil Papaya hat ja nicht so einen starken Eingeschmack. Also es schmeckt schon nach Ingwer, auf alle Fälle. Ich probiere jetzt gerade nochmal. Ist ziemlich dick, aber so, dass man es noch trinken kann. Mal gucken, wie dick das noch wird mit dem Chia. Und hat jetzt ein bisschen Säure drin und ein bisschen mehr Süße. Und Kurkuma und auch der Ingwer schmeckt schon deutlich raus, aber auf eine angenehme Art und Weise. Ich würde jetzt nicht mehr Ingwer dran machen. Es war jetzt ein Mini-Scheibchen. Ich habe erst gedacht, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber intensiver würde ich jetzt den Ingwer-Geschmack nicht unbedingt haben wollen. Und auch nicht mehr Kurkuma würde ich dran machen wollen. Die Farbe ist schön, wenn man es nicht. Schön orange, auch durch das Kurkuma. Und schmeckt super.